Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla mitten in Paris. Ja, wir haben in der letzten Folge die beiden, naja, Kriegspriesterbrüder gekillt, wobei der eine gar kein Priester war, aber ihr wisst, was ich meine. Hä? Ey, was los? Na? Schmugglerin, zuletzt sah ich dich in den Tunneln. Das war bevor dein Heer angefangen hat, die Stadt zu brandschatzen. Sorry. Das Gemetzel ist nicht mein Werk. Ich will es beenden. Noch habt ihr nicht gewonnen. Charles marschiert nach Paris mit seinen Panzerreitern. Götter, sein Heer kommt? Man sagt, sie seien nah und reiten schnell. Noch ein Grund mehr, mich zu beeilen und das hier zu beenden. Ich brauche einen geheimen Weg in Odos Palast. Ich kenne einen Weg. Aber da schleicht eine Truppe Franken herum. Zeig ihn mir. Bei meiner Ehre. Ich versichere, dass Toka und ich... Wir wollen das alles nicht. Gut. Ich zeige dir den Weg. Vielen Dank. Genau die habe ich gesucht. Nolwyn, gut, dass wir dir jetzt zufällig über den Weg gelaufen sind. Ich dachte, ich gehe einfach mal in Richtung des Quest-Symbols. Wo willst du denn jetzt lang? Ah, okay. Seid ihr die Truppe Franken? Diese Wachen sind zu nah am Tunnel. Ich vertreibe sie. Wenn wir nicht in Odos packen. Vertreiben? Okay, nennen wir es Vertreiben. Ja, nennen wir es Vertreiben. Nee, nee. Heutzutage definieren wir Vertreiben ein bisschen anders. Als noch damals. Und da jetzt durch? Sehe ich das richtig? Ja, ne? Ich sehe das doch richtig. Und jetzt hier runter. Ja, das dachte ich mir. Kommst du auch? Okay. Eine feine Auswahl nordischer Waffen und fränkischer Waren. Nolwyn hat wohl für beide Seiten geschmuggelt. Ja, das passiert. Ja, Rattenhorden. Ja, Rattenhorden. Verschwindet, ihr Biester. Oh. Nolwyn, was ist mit dir? Wo bist du denn? Sie ist aber nicht wieder zurückgegangen, oder? Nee. Ach, wir müssen mit dir reden. Dieser Tunnel bringt dich direkt in den Palast. Danke, Nolwyn. Und du? Ich rette von meinen Gütern, was ich kann, und fliehe durch den anderen Tunnel. Leb wohl, Eivor. Komm du auch sicher an dein Ziel. Okay, mach's gut, Nolwyn. Vielen Dank für alles. Haut ab hier. Hoppala. Hallo. Mach's gut. So, weiter geht's. Ah, ich bin nicht ganz überzeugt von dem Weg hier. Hier sind ein paar viele Leute. Jetzt muss ich in Odos Palast schleichen. Finde Graf Odo und stelle ihn zur Rede. Okay, ich stelle mich erstmal hier rein. Rabe nicht verfügbar. Na gut, dann ist der Rabe halt mal nicht verfügbar. Hauptmann, eine Verrückte spukt in den Tunnel unter dem Palais und stört unsere Patrouillen. Wir glauben, sie versteckt dort unten etwas. Diese Frau ist eine der Palastmägde. Wirst du jemanden schicken, um mehr über sie herauszufinden? Die Magd kann in den östlichen Gärten gefunden werden, wenn sie Pause macht. Okay. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja, das stimmt. Deswegen versuchen wir einfach mal, nicht entdeckt zu werden. Ich halte das persönlich für einen ziemlich guten Einfall, nicht entdeckt zu werden. So. Dann hier so rüber. Stell dich ein. Wie kannst du ausgerechnet an diesen Tag an die Fleischeslust denken? Hallo. Vielleicht sterben wir heute. Soll ich in meinen letzten Minuten den Boden putzen oder Liebe machen? Oh Gott, erbarme sich deiner Seele, Albreda. So durch die Hintertür zu schleichen. Wer bist du und was machst du hier? Nach dieser liebestollen Marktfolge komme ich sicher in den Palast.
Das könnte natürlich sein. Mein Liebster kommt gleich und sperrt dich weg. Ja, dann soll's so sein. Ich will doch nur einen Weg in den Palast finden, Albreda. Ist aber auch selten dämlich, ne? Diese Tunnel dürften direkt unter den Palast führen. Dankeschön. Okay. Schiebchen machen. Aha, interessant. Ja, der Köcher ist voll, aber ich will ja... Genau, ich will ja das haben. War hier irgendwas? Nee. Odo! Der Kerkermeister hat nach dieser Nachricht wohl den Schlüssel mitgenommen. Guter Herr, Odo befiehlt dir, nach oben zu gehen und die Fenster zu vernageln. Ich habe die unterirdischen Tunnel zum anderen Flügel bereits verschlossen. Bewache diesen Schlüssel gut und möge Gott uns alle retten. Henriette. Ja, Henriette habe ich verstanden. Ist im Palast und hat einen Schlüssel. Da hinten? Nee, das ist ein weiteres Schloss. Jetzt, da ich im Palast bin, brauche ich jemanden, der mich zu Odo führt. Das ist doof hier. Das ist mehr als nur doof. Was habe ich noch auf der 3? Ist das der Schlafpfeil? Ich muss mir das mal eben anschauen. Moment. Das ist der Schlafpfeil, oder? Rauchpfeil. Nee, gib mir mal den Schlafpfeil. Den Schlummerdorn, genau. Gib mir den mal auf die 3. Gute Nacht. Wäre er für etwas sehr Wichtiges. Könnte sein. Okay. Da haben wir das. Und dann gehen wir jetzt wieder durch die unterirdischen Zellen. Ich glaube, damit fahren wir am besten. Wir finden den Weg hier ja immerhin nicht für umsonst. Hey ho! Macht's gut! Um euch kümmern wir uns später. Die ganzen Toten hier, ey. Hello! Hallo, Minenschildkröte! Hello! Okay. Auch nur Stuff zum Einsammeln. Warum sich der Graf deiner nicht widmet, ich werde es nie verstehen. Die Mutter seiner Kinder, unglaublich. So ein Starrkopf, dieser Odo. Und dieser erbärmliche Walter von Zins. Zu betrunken, um die letzte Ölung zu geben. Es ist ein Hohn. Hello? Verzeih, ist dieses Essen für Graf Odo? Nein, für Theoderade, seine Gattin. Sie ist dem Tode nah. Und wer bist du in dieser Aufmachung? Eine friesische Heilerin. Was fehlt der Dame denn? Sie half verwundeten Soldaten vor den Mauern und wurde von einem Pfeil in den Bauch getroffen. Überrede diesen wertlosen Priester Walter, ihr die letzte Ölung zu geben, wenn du kannst. Er ist oben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Okay. Mein Gott, Walter. Er ist oben. Aber oben ist nicht nur Walter, sondern auch... Besonderer Wein. Vielleicht für ein Festmahl. Könnte nützlich sein. Okay. Als betrunkener Priester zu sterben, was für eine Schande Gottes. Verzeih, Vater. Wo ist Graf Odo? Oh, Odo?
Sein törichter Stolz bringt uns noch alle um. Ja, aber wo ist er? Wer bist du nochmal? Ohne noch mehr Wein kann ich nichts sagen. Mein Gedächtnis ist ganz vernebelt. Ja, dann hier, klatsch dir den Glühwein rein. Fällt dir jetzt wieder ein, wo Graf Odo ist? Wein? Süßer, teurer Wein. Das Wasser des Lebens. Das Blut Christi. Das feurige Phlegma der Welt. Es ist nur Rotwein, mehr nicht. Du kannst ihn haben. Oh, der Himmel hat meine Gebete erhört. Jetzt kann ich sterben. Bevor du stirbst, wo ist Graf Odo? Odo? Ich weiß es nicht. Doch sein Weib liegt verwundet in ihrem Schlafzimmer. Sie könnte es wissen. Im Obergeschoss, entlang des Hauptganges. Hier, der Schlüssel. Dankeschön. Die Tür ist verschlossen. Danke. Ich sollte in Odos Schlafkammer. Ja, dann machen wir das. Wir müssen hier nach draußen, ne? Okay, aber ganz vorsichtig. Da ist noch ein Schlüssel. Wir sind ganz, ganz vorsichtig. Hello? So. Das ist wohl die falsche Tür. Gut. Tja, dann ist es wohl so. Dann gehen wir halt wieder zurück. So. Ach ja, es hätte ja so einfach sein können. Aber nein. Das muss ja ausgerechnet ein anderer Schlüssel sein. Dann das ist ja immer noch. Ihr seht mich aber hoffentlich nicht, oder? Don't be suspicious. Don't be suspicious. Nein, nein, bin gar nicht hier. Ich bin super unauffällig. Du, mein Herz, bist du es? Nein, du bist zu groß. Bist du der Priester? Oh, mein Licht wird schwach. Ich sehe nur noch Umrisse. Vater, wirst du mir die Beichte abnehmen? Ja, ich bin der Priester, werte Dame. Vergib mir, Vater. Denn ich habe gesündigt. Hochmütig zog ich ohne Rüstung in die Schlacht und dachte, der Herr würde mich schützen. Jetzt liege ich im Sterben und werde meine lieben Kinder nie wiedersehen. Wo sind sie, Vater? Sind sie sicher? Sie sind in Sicherheit. Bei einem guten Mann, Walter von Zins. Sei unbesorgt. Danke. Aber Vater, bitte, wirst du eine Nachricht überbringen von einer sterbenden Frau an ihren geliebten Gatten? Das werde ich. Was soll ich Graf Odo ausrichten? Dass er ein guter Mann ist. Dass er leben muss. Für unsere Kinder. Für Paris. Für das Frankenreich. Er darf nicht für den irren König sterben. Ich verspreche, ich werde es ausrichten, werte Dame. Wo finde ich deinen Mann? Eingeschlossen in seinem Heiligtum. Seinem Heiligtum? Den Flur hinunter, am anderen Ende der Halle. Mein Mann hofft immer noch, dass Charles kommt und die Stadt rettet. Eingeschlossen, sagst du? In seiner Schreibstube. Ist ein Schlüssel. Nimm ihn. Hilf meinem Mann. Wie immer du kannst. Der Tod holt mich zu sich. Langsam und lautlos. Wie ein
schrecklicher Schatten. Sie liegt so schwer. Mutter, wo bist du? Arme Frau. Leb wohl, werte Dame. Da drüben soll ich jetzt hin. Genau auf die andere Seite. Das halte ich für eine doofe Idee. Ja, ich sag doch, dass ich das für eine doofe Idee halte. Wir warten einfach mal ab. Ach, dass ich hier nicht speichern kann. Das ist echt zum Mäusemelken. Kann ich rein hypothetisch? Hypothetisch wahrscheinlich schon, aber... ob das im Endeffekt gut laufen würde, wäre die andere Geschichte. So. Da haben wir's. Das würde unser Tod nützen, mein Herr. Dein Weib liegt im Sterben. Geh zu ihr. Deine Pflicht als Ehemann. Meine Pflicht ist hier. Wenn Charles und sein Herr kommen, werden wir mit ihm kämpfen. Dann zermalmen wir die Heiden zwischen dem Hammer Charles und dem Amboss Paris. Geh, Walter. Steh meiner Gattin bei, so gut du kannst. Gott hat scheinbar ein anderes Schicksal für mich erwählt. Der Priester hat recht. Leg die Waffen nieder. Rette deine Stadt. Ist bei euch Nordleuten der Kampf nicht die beste Art zu sterben? Komm, trink ein Glas Wein mit einem Todgeweihten. Ich habe schon viele Krieger nach ihren Müttern rufen hören, als ihr Blut den Boden tränkte. Ich bin nicht mehr sicher, ob das die beste Art zu sterben ist. Deine Frau ist schwer verwundet. Ein Pfeil in den Bauch. Ich war bei ihr. Sie wird die Nacht nicht überstehen. Und ich die nächste Viertelstunde nicht. Sie sagte, du sollst stark sein. Für deine Kinder. Wirf dein Leben nicht für einen irren König davon. Sieh dir diese Glasmalereien an. Kostbar. Und zerbrechlich. Für jedes Einzelne brauchten die Künstler von Ebrokas Jahre. Meisterhafte Arbeit, das ist wohl wahr. Wir brachten sie zum Schutz hierher. In der Hoffnung, dass eure Horde sie hier nicht in Stücke schlagen würde. Du sagst, ich soll meine Stadt aufgeben? Meine Ehre begraben? Den Rest meiner Tage in Siegfrieds Gefangenschaft verbringen? Was würdest du tun? Ich würde kämpfen. Und eines Tages werde ich mit der Klinge in der Hand sterben. So werde ich untergehen. Aber heute ist nicht dieser Tag. Und wenn ich dich zu Boden stoße und du blutend nach deiner Mutter rufst? Meine Mutter ist lange tot. Komm. Ernsthaft? Das muss doch nicht sein. Der Typ scheint eigentlich Verstand zu haben. Ach, Odo. Zwing mich nicht, dich zu erschlagen. Die Ehre fordert, dass einer von uns stirbt. Ach, Odo.
Das musste doch nicht sein. Eine feine Klinge für einen feinen Krieger. Gut gekämpft, Odo. Aber nicht gut genug. Schenk mir einen schnellen Tod. Mach kein Spektakel aus meiner Niederlage. Das sind nicht Siegfrieds Hörner. Charles und sein Heer. Er kommt rechtzeitig, um die Stadt zu retten. Ich weiß nicht. Sie kämpfen nicht. Ich sehe die Fahne der Waffenruhe. Siegfried und Charles werden verhandeln. Ich muss dort sein. Ich muss gehört werden. Und ich auch. Doch ich bin dein Gefangener. Dann gebe ich dich frei, auf dein Ehrenwort die Waffenruhe zu halten. Danke, Eivor. So sei es. Ein Mann mit Verstand. Wenn auch sehr viel Stolz, aber nicht zu übertrieben, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie eure Einschätzung ist. Jarl Siegfried, ich biete Silber als Geschenk, als Zeichen der Liebe und Freundschaft zwischen uns. Lass uns Frieden schließen. Silber für Waffenruhe? Keine Waffenruhe, sondern ein Pakt. Ich ernenne dich zum Grafen von Rodomo und du beugst das Knie vor deinem König. Ich beuge mich keinen Holzgöttern, geschweige denn Menschen. Dennoch werde ich mich beraten. Eivor, den Göttern sei Dank, du lebst. Und du auch. Gut. Ich habe es in den Palast geschafft. Odo hätte die Stadt aufgegeben. Aber... Aber Charles wedelte mit der Fahne der Waffenruhe. Tja, und du? Ich habe derweil mit meinen Tarnen den Bastardprinzen festgesetzt. Er ist in der Nähe. In Sicherheit. Eivor! Den Mutigen gehört wirklich die Welt. Den Glücklichen und den Mutigen. So sagt man, ja. Und Charles, er bietet uns einen Haufen Silber... Das tut er, in der Tat. Wir müssen nur davon segeln. Er bringt genug Schätze mit, um jeden Kriegstarn hier unfassbar reich zu machen. Jeden, der noch lebt. Unser Leben für Silber aufs Spiel zu setzen, das ist unsere Art. Nun, nehmen wir sein Angebot an? Bei Lokis blutigen Eiern ja. Und nenn ihn ruhig König, wenn es den alten Troll glücklich macht. Scheiße. Silber ist, was wir wollen. Silber und eine Waffenruhe. Nimm sein Angebot an. Man kann ihm nicht trauen, aber was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Er bringt Siegfried um. Charles, wir nehmen dein Geschenk an und gewähren im Gegenzug Frieden. Siegfried. Dieser Mann, Siegfried, schwört, mein treuer Freund zu sein und schützt fortan unsere Lande in Amiens und Rodomo. Gotzelin, Ibert, meine Frau sind gestorben bei dem Versuch, Paris vor diesen Flusspiraten zu retten. Und jetzt bietest du ihnen das Silber, das wir dir gaben, um uns zu beschützen? Bist du irre? Warte, das wissen wir schon. Lass mich lieber fragen, bist du ein Feigling oder ein Narr? Siegfried schwört, unsere Lande im Norden zu schützen.
Wenn du mein Geburtsrecht weggibst, bist du nicht länger mein König! Graf Odo, ich habe dich im Kampf besiegt und dein Leben verschont. Ehre unsere Waffenruhe. Diese Heiden weiß mehr über Ehre als mein König. Heute war ein guter Tag. Aber langer Reden bin ich überdrüssig. Wir nehmen unser Silber und gehen. Ihr Franken könnt bleiben und euren Zwist fortsetzen. Halt! Eine letzte Sache. Eivor von Englerland. Bringe mir meinen Sohn. Prinz Bernhard. Ich kann den Jungen niemandem wie dir überlassen. Es steht ihm frei zu gehen, wohin er will. Du widersetzt dich mir? Willst du Krieg, König? Ich nehme mir dein Silber und deine Eier. Brich nicht den Frieden wegen eines kleinen Jungen. Bernhard ist nicht irgendein Junge. Er ist mein einziger Sohn und Thronfolger. Was denn? Hast du vergessen, wie man Kinder zeugt? Das ist noch nicht vorbei. Eivor von Englerland. Ah, wir haben einen großen Sieg und einen großen Schatz herum. Kommt, feiern wir. Mir ist nicht zu feiern zumute. Absolut nicht. Mm-mm. Boah, ich habe wirklich Schiss, wie das Ganze ausgehen wird. Das wird nicht gut werden. Morgen begraben die Franken ihre Toten und danken ihrem Gott, dass sie noch leben. Das sollten sie. Denn Paris wurde heute kaum geküsst. Sollten wir diese Mauern erneut durchbrechen, fletschen wir die Zähne und beißen zu. Und sollte Charles es für billig halten, gegen uns das Schwert zu erheben, erinnern wir ihn an das Funkeln unserer Äxte. Er soll sich an den roten Dunst erinnern, an den Geschmack des Eisens. Erfreut euch am Festmahl! Wer mehr trinkt als ich, kriegt eine volle Tasche Silber! Skål! Skål! Die hole ich mir. Das Silber gehört schon so gut wie mir. So, zurück in Meglidunum. Und wir müssen wahrscheinlich mit unseren Verbündeten sprechen. Der Graf von Paris abgeschlossen. Eivor, komm her! Hast du so etwas schon mal gesehen? Hab ich was schon mal gesehen? Was ist das hier? Wettrennen gegen Schweine? Ja! Was könnte lustiger sein als Betrunkene, die mit Schweinen um die Wette rennen? Wir haben uns schon mit Schlimmerem die Zeit vertrieben. Willst du es versuchen, Eivor? Es gibt einen kleinen Preis für den Gewinner. Oder bist du nicht schnell genug? Als ob ich mich von einem Schwein kaputt machen lasse. Wo geht es los? Sehr gut, Eivor. Hier beginnt ihr. Renn los, wenn das Schwein losläuft. Um die Spannung zu steigern, mache ich auch mit. Bereit? Die beiden Schweine ziehe ich ab. Ihr könnt mich mal... Ich werde gewinnen. Oh, das Schwein hat sich verlaufen. Ich dachte, wir folgen dem Schwein, aber das Schwein hat sich verlaufen. Das ist jetzt ungünstig. Nein, verdammt. Toka, ich schieß dir in den Rücken. Das wird mein Sieg. Das wird nicht mein Sieg werden. Oh Gott. Wie soll das mein Sieg werden?
Bist du erschöpft, Eivor? Das Alter holt uns alle ein, nicht wahr? Ich werde gerade erst warm. Nein, das scheiß Huhn! Verflixt. So. Hier abkürzen, schön eng laufen. Ich sag doch, ich zieh die beiden Schweine ab. Lauf, Eivor, lauf! Lauf, Eivor, lauf! Tja, ich würde sagen, ich habe das Schweinerennen gewonnen. Tut mir leid. Noch ein Sieg für meine Saga. Anscheinend wurden deine Beine gesegnet. Egal, wer gewonnen hat. Im Wettstreit an sich liegt der Spaß. In der Tat. Dieses Mal haben wir dem Frankenreich den Bauch aufgeschlitzt, was? Erfreuen wir uns daran. Die Gewinner wären eines Drachenhorts würdig. Und die Straßen funkeln vom blutigen Tau der Schlacht. Ja, doch fragt man sich, ob so ein Gemetzel nötig war. Heute keine Lektion der Weisheit mehr. Ich würde mich eh nicht erinnern. Hör mir zu, Toka. Noch lange nach der Beisetzung ihrer Toten und dem Wiederaufbau ihrer Häuser werden die Franken sich an diesen Tag erinnern. Uns bleibt nur eine wackelige Waffenruhe mit Charles. Und Ruhm, der unserer Ahnen würdig ist. Du bist nicht zu retten. So viel steht fest. Aber ich habe im Kampf ein schönes Schwert ergattert. Nimm es. Als Erinnerung an diesen Tag. Du beschämst mich. Ich werde es in Ehren halten. Ich war übrigens froh, dass du Bernard nicht übergeben hast. Ich vermisse Sinric. Aber ein Vater wie Charles ist schlimmer als gar kein Vater. Das konnte ich dem Jungen nicht antun. Ich glaube, mein Clan hätte nicht gewollt, dass er diesen Preis zahlen muss. Ringschwert. Mhm. Okay. Dann gucken wir gleich mal, was es noch so für Sachen gibt. Aber ich muss erstmal unseren kleinen Fuchs füttern. Deswegen mache ich gerade mal einen kleinen Aufnahmestopp. Bis gleich. So, weiter geht's. Und dann wollen wir doch mal nach da hinten gucken, was Siegfried so zu sagen hat. Wenn es überhaupt er ist. Nein, es ist Piers. Das Spiel, das zum Himmel stinkt. Noch mehr als König Charles. Das macht dir Spaß? Ich würde den Käse lieber essen, doch wer bin ich, dass ich die Bräuche der Einheimischen in Frage stelle? Also, willst du Käse werfen? Ich wollte mein Leben lang schon Käse werfen. Ein Versuch ist es wert. Sieht nicht schwer aus. Versuch nur, niemanden zu treffen. Mhm. Also ich nehme mir einen Käse. Und ich werfe ihn. Sehr gut, Eivor. Sieht doch super aus. Ich nehme mir diesen Käse und ich werfe ihn. Verdammt. Oh, du musst fester werfen. Ja, ich glaube, das wäre eigentlich kein Problem gewesen, wenn der andere Käse nicht im Weg gestanden hätte. Guter Wurf, Eivor. Unterschätze niemals den Käse. Habe ich ihn unterschätzt? Du hast dir auf jeden Fall einen Preis verdient. Hier, etwas Silber aus dem Parisser Truhen. Hattest du etwas anderes erwartet? Ich wusste, dass du eine Belagerung organisieren und Klingen schwingen kannst. Was den Käse angeht, war ich mir nicht so sicher. Es gibt vieles an mir, das du nicht weißt, Piers. Oh, raus damit. Was sollte ich noch wissen? Was? Sorg dich nicht über etwas, das du nicht weißt. Stimmt. Wir haben viel zu feiern. Lass dich von mir nicht davon abhalten. Viel Spaß. Siegfried stand vorhin etwas neben sich. Vielleicht hat das Ale seine Stimmung inzwischen gelockert. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das, finde ich, hat sich so überhaupt nicht angebändelt, dass Eivor jetzt plötzlich mit Piers flirten soll. Ja gut. Wir haben das Schwein besiegt und wir haben Käse geworfen. Ich finde, das ist ein ganz erfolgreicher Abend. So, Siegfried, lebst du noch oder bist du schon vergiftet worden? Eivor, Silberzunge. Ein beeindruckender Schatz, Siegfried. Na
Was hast du bei Graf Odo gemacht, als Charles Heer gegen mich und meine Leute zog? Ich versuchte, ihn zur Aufgabe zu bewegen. Wieso? Ist es nicht seltsam, dass du Odo, Richardes und sogar Charles getroffen hast und alle drei noch einen Kopf auf ihrem Hals haben? Alles, was ich tat, tat ich für meinen Clan. Seltsam, dass unsere Klingen erst vor Schlachtschweiß triefen müssen, um solche Nächte zu erleben. Diese Feier ist nicht für uns und unsere Opfer, sondern für unsere Toten, um sie zu ehren. Fränkisches Blut, Festmale, ich spüre trotzdem nichts. Ich finde keinen Frieden darin. Du hast die Morde an deinen Leuten gerecht. Du hast in ihrem Namen Ruhm erlangt. War das mein Beweggrund? Ruhm und Rache? Ich frage mich immer mehr, warum wir überhaupt irgendetwas tun. Für Valhall? Für den Clan? Oder suchen wir nach Gründen, um von einem Umtrunk zum nächsten zu gelangen? Vielleicht gibt es keine Gründe und wir sind nur wie Wölfe getrieben von einem Hunger, den wir selbst nicht begreifen. Mag sein. Aber zum Wohle unserer Völker müssen wir weiterhin versuchen, anders zu handeln. Nein, ich glaube nicht, dass da eine Halle auf uns wartet. Diese Welt ist unsere Halle. Es gibt nur diese eine. Das wird mir jetzt klar. Die Franken haben Ackerland im Überfluss, fette Bauern und noch fettere Taschen. Noch mehr Grund für uns zu trinken. Hör auf. Morgen ziehen wir wieder weiter gen Süden, um mehr zu erbeuten, als ein König uns je geben könnte. Hör auf. Wir geben Charles unser Wort. Unser Wort? Du warst es, der ihm seinen Sohn Bernard nicht gebracht hat. Hast du das schon vergessen? Das war etwas anderes. Charles hätte... Charles am Arsch. Wir haben Paris verschont. Aber morgen holen wir uns Bourgogne und danach das ganze Frankenland. Das kann ich nicht zulassen, Siegfried. Dann halt mich auf. Ja, mach ich. Ich muss ihm hinterher. Also, wenn ich was mache, dann dich jetzt aufhalten. Auch wenn ich dafür... mir beide Füße breche und dann durch den Fluss schwimmen muss. Ey, Siegfried, ne? Was ist denn das für ein Arsch? Und woher weiß der überhaupt von der Abmachung, von der angeblichen Abmachung? Sieh mal nach, Sühnen. Die wir mit dem König hatten. Also dann, ein Holmgang, Wolfsmal? Ich bitte dich nur, unsere Abmachung zu ehren. Was weiß der Krähenaushungerer Charles schon von Ehre? Ich bin ihm nichts schuldig. Doch mir schuldet er alles. Kein fränkisches Blut wird Sinrik und die anderen zurückbringen. Manches Unrecht kann nicht wieder gut gemacht werden. All das Gerede von Recht und Unrecht, Ehre, als könnten wir das beurteilen. Können wir das Blut an unseren Händen erklären, Eivor? Oder sind wir zwei Hofnarren auf der fränkischen Bühne, die auf ihren letzten Auftritt warten? Zieh deine Waffe. Wenn es der Tod ist, den du willst, den kannst du haben. Aber das ist dein Werk, Siegfried. Endlich zeigt sich das wahre Gesicht von Eivor vom Rabenclan. Nein. Seit ich dich zum ersten Mal sah, wusste ich, dass es so enden würde. Ich kam nicht, um dich zu töten. Ich werde es tun. Das ist Irrsinn.
Das ist mit dir nicht. Das Problem, was ich an der ganzen Geschichte hier mit ihm sehe. Das ist dein Werk. Oh. Wir bringen ihn wirklich instant um. Gut. Ich dachte, wir kriegen noch ein schönes Gespräch am Ende, wenn er im Sterben liegt. Tuka, ich... Ich weiß. Er wollte es. Mögest du Frieden finden in der großen Halle. Und wenn du mit Vater trinkst, erzähl ihm von dem Ruhm, den ich uns einbrachte. So, zu meiner Erklärung. Ich glaube, Siegfried hätte niemals mit dem Töten aufgehört. Niemals. Egal, was passiert wäre. Komplett egal. Und wenn der Dämon, der in Charles wohnt, die Möglichkeit hätte, seinen Bruder wiederzubeleben, würde er dann trotzdem weitermachen. Ich hielt ihn für einen Helden, der nie fallen würde. Er war respekteinflößend, aber stur. Wenn seine starke Stimme hier widerhallte, wussten wir, was zu tun war. Wir hatten Mut und Kraft. Und sein Feuer brennt in seinem Clan weiter. Skull. Skull. Gewürzwein ist nichts für mich. Manchmal muss ein Anführer wohl oder übel trinken, was da ist. Ich habe Nachricht von Graf Odo. Was will er denn? Ein Treffen mit Eivor, es sei dringend. Er sagt, die Königin sei vielleicht in Gefahr. Meine Späher bestätigen es. Charles macht wieder Jagd auf sie und den Jungen. Was hältst du davon? Odo würde nicht lügen. Wenn er sagt, dass es dringend ist, muss ich gehen. Ich bin es der Königin schuldig. Und die Ehre gebietet es. Dann geh. Das Schicksal ist mit dir, Wolfsmal. Okay, dann suchen wir wohl gleich mal den guten Graf Odo auf. Gut und Glaube, begib dich nach Spanakus. Das machen wir, allerdings aber erst in der nächsten Folge, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich vermute, wir nähern uns ziemlich rapide dem Ende zu. Ich gebe es ja zu. Aber ich weiß es nicht. Vielen Dank. Und bis denne. Ciao.